Ja, hallo liebe Abonnenten, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Magic-Karten-Video von mir. Heute stelle ich euch die Top-Listen und die Erweiterung auf magickartenmarkt.de vor. Und zwar haben wir hier links unten auf der Seite neu hinzugefügte Artikel, in der Mitte Super Schnäppchen und rechts Top-Artikel der Woche. Und wenn wir hier auf mehr klicken, dann öffnen sich alle drei Listen. Bisher war es so auf MKM, dass wir nur die Top 10 Artikel angezeigt bekommen haben. Mittlerweile ist es so, dass wir sogar die Top 100 angezeigt bekommen. Von allen drei Kategorien, ihr könnt hier schön runterscrollen. Das gab es ja eine ganze Zeit lang nicht, diese Option, neu hinzugefügte Artikel. Wurde es wieder eingeführt, weil ich es einfach sehr cool finde. Man muss dazu sagen, manchmal bekommt man es gar nicht mit, wenn Artikel eingestellt werden. Und ich habe da auch schon oft mehr darüber Artikel gekauft, habe gesehen, oh, der Artikel, der ist neu reingekommen, wurde neu eingestellt. Dann sind schon relativ schnell Mitglieder auf MKM, haben dann diesen Artikel eingestellt. Und fand ich einfach richtig, richtig cool. Dann zu den Super Schnäppchen. Ja, da rentiert es natürlich auch immer mal einen Blick reinzuwerfen, weil man doch mitunter, auch wenn es schon hier die Top-Preise gibt unter Magic-Karten, auf MKM hier doch nochmal super Schnäppchen abgreifen kann und Top-Artikel der Woche. Heißt einfach die Artikel, die am meisten momentan in dieser Woche verkauft werden, erscheinen hier natürlich nach dem Ranking. Zurzeit ist es momentan Jeskai Ascendancy und der Fate Stitcher, die zwei Top-Artikel der Woche. Und ja, das habt ihr jetzt, wie gesagt, hier die 100 Top-Artikel jeweils. Und wenn wir jetzt zurück auf unsere Startseite gehen. Bisher war es so, dass hier links unten nicht die Kategorie neu hinzugefügte Artikel war, sondern hier unten wurden die Erweiterungen aufgelistet. Mittlerweile ist es so, dass wir hier in der Mitte alle Erweiterungen sehen können, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Wenn wir jetzt hier ganz links auf alle Erweiterungen klicken, dann bekommen wir alle Erweiterungen, alle Spezialeditionen, was bisher erschienen ist. Auch eine riesig lange Liste bekommen wir hier aufgelistet. Und wenn wir jetzt beispielsweise hier auf Khans of Tarkir klicken, dann bekommen wir hier alles aufgelistet, was es zu dieser Edition gibt. Sei es jetzt sogar die Würfel, Spielmatten, Einzelkarten, die Booster, Booster-Displays, Hüllenordner und so weiter. Hier findet man auch ab und zu mal richtig, richtig schöne und tolle Sachen. Also nehmt euch mal die Zeit und schaut es auch mal durch, was es so wirklich alles von einer Edition gibt. Ich bin da mittlerweile echt fasziniert, was es alles für Produkte für eine Edition gibt. Und ja, soweit zu den Top-Listen und zu den Erweiterungen. Natürlich wissen manche von euch oder beziehungsweise kennen das schon, aber ich wollte es euch einfach gerne nochmal näher bringen und ihr könnt hier, wie gesagt, einfach mal ein bisschen rumstöbern. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dann natürlich vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Magic-Kartenmarkt und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin. Ciao.